Wir wollen mal fragen, Johannes Leithäuser ist bei mir von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Spezialist für die Bündnisgrünen. Wird es denn soweit überhaupt kommen, Jamaika? Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, für die beiden Spitzenkandidaten ist eigentlich die letzte Chance, noch was zu werden. Aber naturgemäß ist diese Partei ja eigentlich eher auf ein rotes Bündnis gebucht. Das stimmt. Das gilt aber eigentlich schon seit einigen Jahren nicht mehr so richtig. Eigenständigkeit hieß das Motto, ja, mit dem die Grünen in diesen Wahlkampf gezogen sind. Keine Koalitionsaussage. Und wir haben es eben gerade in der Rede von Özdemir gehört. Wenn wir regieren, sagte er. Also die Grünen sind bereit, glaube ich, mit jedem außer mit der AfD eine Regierung zu bilden, wenn sie gebraucht werden und wenn sie gefragt werden. Natürlich gibt es immer Bedingungen. Ne? Es gibt zentrale Wahlkampfaussagen, die irgendwie im Regierungsprogramm in einer Koalitionsvereinbarung dann natürlich drinstehen sollten. Aber ich glaube, an den Grünen wird Jamaika nicht scheitern. Ja, Cem Özdemir, Katrin Göring-Eckardt, beide vom Realo-Flügel. Die Grünen haben ja auch so ein bisschen Pech gehabt in dem Wahlkampf. Erst hat die Basis entschieden, zwei Realos nach vorne zu schieben. Dann hat auf einmal die SPD einen derartigen Aufschwung genommen, dass die Linken bei den Grünen schon frohlockten und sagten, das ist das richtige Bündnis. Und jetzt muss man sich doch ziemlich schnell mal damit anfreunden, dass die einzige Regierungsoption eben Jamaika ist. Sie haben sich festgelegt. Andere sagen unter anderem ein Jürgen Trittin, der wird sicherlich dagegen arbeiten. Na, ich glaube, Jürgen Trittin ist nicht mehr die maßgebliche Stimme bei den Grünen. Das ist wahrscheinlich schon seit einiger Zeit so. Selbst im linken Flügel werden andere nach vorne kommen. Wenn das Ergebnis kein gutes Ergebnis sein wird, dann wird es sicherlich auch ein bisschen Hauen und Stechen geben in der Partei. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Urwahl und diese doppelte Spitze auch ein Grund ist dafür, dass die Grünen so wenig Beachtung gefunden haben. Es heißt ja immer noch, in Deutschland würden Parteien oder Programme gewählt. Ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei. Es kommt auf Personen, auch bei den Grünen an. Und da haben sie sich einfach zu spät personell vorbereitet. Aber es kommt natürlich in einem Dreierbündnis, eigentlich ist es ja ein Viererbündnis, weil die CSU ja auch noch dann mitregiert, in einem Bündnis an, dass man nicht gerade unbedingt der Schwächste ist. Die Grünen haben damals vor 4 Jahren diese 8,4% durchaus als Niederlage empfunden. Jetzt wären sie, glaube ich, froh, wenn sie da einkämen. Ist denn die Wahrscheinlichkeit von Jamaika größer, wenn die Grünen stärker würden als die FDP, wonach es ja im Moment nicht aussieht? Dann haben Sie das Problem bei der FDP, dass sie der kleinste Partner ist. Und der kleinste ist und das Gefühl hat, übervorteilt zu werden, wird immer am meisten Rabatz machen und immer der schwierigste sein, zumindest in den Koalitionsverhandlungen. Vielleicht rutscht die CDU auch noch so ab in den letzten Stunden jetzt und am Wahltag, dass sie selbst für Jamaika nicht reicht. Auch diese Möglichkeit müssen wir einkalkulieren. Dann bleibt außer einer großen Koalition gar nichts mehr. Auch das fände ich eine interessante Variante. Also selten war der Ausgang so offen oder so unvorhersagbar auch, finde ich, wie bei dieser Wahl. Die Grünen haben hier heute eine Stimmung erzeugt, als sei schon Wahlparty am Wahlabend. Aber ich bin sicher, davon sind die auch noch ein gutes Stück entfernt eigentlich. Also Sie haben natürlich recht, in voller Demut, so spannend war es selten. Man weiß nicht genau, was hinten rauskommt, geht aber vor jeder Wahl eigentlich so. Die Umfragen sind ziemlich eindeutig, aber der Wähler kann ja hinterher ganz anders wählen. Dennoch schauen wir nochmal auf die spezielle Situation der Grünen. Klimaschutz ist ja deren Hauptziel, vor allen Dingen da was durchzusetzen. Mit Frau Merkel sich da zu einigen, das wird sicherlich gehen, mit Herrn Seehofer schon schwieriger. Und dann FDP-Stichwort. Grüne und FDP haben sich in den letzten Tagen doch ziemlich befehdet. Gerade auf dem Parteitag der Grünen gab es doch recht scharfe Angriffe. Und man hat bei Christian Lindner so ein bisschen das Gefühl, entweder ist es nur Taktik oder er hat jetzt schon die Schnauze voll von Jamaika. Na, ich glaube, dass die FDP so eine Art Ersatzgegner gewesen ist für Özdemir. Nicht? Auf die CDU mochte er lieber nicht so richtig eindreschen, wenn das quasi dann der große Partner sein soll in einer gemeinsamen Regierungskoalition. Ja, die Grünen wollten alles versuchen, um womöglich ein alleiniger schwarz-grüner Koalitionspartner zu sein. Wenn es dazu jetzt nicht reichen sollte, wonach die aktuellen Umfragen ja aussehen, dann wird es mit der FDP schwierig werden. Aber auch da muss man sagen, alle Vorwürfe an die FDP waren zwar lautstark, da wurde kräftig auf die Pauke gehauen, aber sie waren doch so konditioniert, dass da nichts kaputt gegangen ist, was sich jetzt in Koalitionsverhandlungen nicht wieder reparieren ließe. Gerade bei den Grünen, gerade bei dem linken Flügel und der Basis hat man das Gefühl, die schwingen so ein bisschen nach. Jetzt ist die Wahl, jetzt ist die Chance zuzugreifen und das muss erstmal in die Köpfe dann auch bei den Grünen rein, je nachdem wie das Wahlergebnis ist. Aber nochmal zur FDP und Grünen, da gibt es ja auch inhaltlich große Differenzen, gerade beim Klimaschutz. Christian Lindner spricht immer von Bevormundung oder aber auch bei der E-Mobilität, da sagt er, mit uns FDP wird es das nicht geben, dass wir vom Verbrennungsmotor ein Ausstiegsdatum nennen. Da sind doch ziemlich gewaltige Hürden, weil das ist für die Grünen extrem wichtig. Das sind in der Rhetorik ganz, ganz große Unterschiede, aber keine, die sich in einer Koalitionsvereinbarung wiederfinden müssen.
wenn Sie ein Datum nennen, das das Jahr 2030 betrifft, aber die Legislaturperiode im Jahr 2021 endet, da können Sie reinschreiben, was Sie wollen oder können Sie auch draußen lassen. Das ist ja quasi dann sowieso nur Lippenbekenntnis. Also da sehe ich eigentlich keine unüberwindbaren Schwierigkeiten. Wir werden noch staunen, wie flexibel und wandelbar alle Beteiligten sein werden, die zusammen gerne regieren möchten. Und das muss man tatsächlich den Grünen zugestehen. Zweifel an dem Willen, an einer Bundesregierung teilzunehmen, die sind hier nicht mehr sichtbar. Und die sind auch von der Partei Linken eigentlich im Wahlkampf nicht mehr sehr deutlich formuliert worden. Die hätten gerne ein anderes Bündnis gehabt, aber das war ja quasi im Verlauf des Sommers nach der Saarlandwahl schon erledigt, als sich zeigte, dass Rot-Rot-Grün zumindest in Westdeutschland kein Modell ist, das irgendwie die Wähler an die Urne lockt und auf große Zustimmung stößt. Vielleicht muss man auch noch mal allgemein als Journalist an den Wähler appellieren. Jamaika, wo alle immer drauf starren, jetzt ist eigentlich kein sehr erfolgreiches Bündnis. Im Saarland vor einigen Jahren, nach knapp 2 Jahren gescheitert. In Schleswig-Holstein, das sagen alle Beteiligten, klappt es im Moment 3 Monate lang. Deshalb ganz gut, weil die Spitzen sich gut verstehen. Inhaltlich gibt es da ganz schöne Reibereien und man muss viel ausgleichen. Gut, das haben wir in Hessen am Anfang auch gehabt, zwischen Schwarz und Grün. Aber zwischen 4 sich zu einigen und zwischen 2 ist ja doch ein Riesenunterschied. Das stimmt ganz sicher. Und ich glaube, auch noch aus einem zweiten Grund werden wir sehr, sehr quälend lange Koalitionsverhandlungen und schon Sondierungsgespräche, diese erste Phase eines gegenseitigen Beschnupperns, erleben. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, am 15. Oktober wird nochmal gewählt in Deutschland, nämlich in Niedersachsen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass vor dieser niedersächsischen Wahl, wo es auch darauf ankommt, für Grüne, für SPD, für CDU, möglichst gute Ausgangspositionen zu behalten, sich nicht vorher an einen Partner schon zu binden, indem man Koalitionsvereinbarungen oder Koalitionsgespräche auch nur im Bund verabredet. Das heißt, ich glaube, bis Mitte Oktober wird in Berlin nicht sehr, sehr viel passieren. Es wird ein langer Herbst werden mit langen Verhandlungen. Da werden wir noch ordentlich was zu tun haben, denke ich. Gucken wir noch einmal auf das grüne Personal. Ich finde gerade Cem Özdemir hat gerade in diesem Wahlkampf sehr stark aufgetrumpft. Katrin Göring-Eckardt hat sich alle Mühe gegeben. Und dennoch ist ja bei der Urwahl rausgekommen, dass Robert Habeck nur um wenige Stimmen gescheitert ist. Und viele sagen, vielleicht wäre es mit einem unverbrauchten Gesicht an der Spitze, denn die beiden Erstgenannten sind ja schon sehr, sehr lange dort. Vielleicht wäre es dann doch dynamischer auch in der Breite gewesen. Denn dass die Grünen ihr eigenes Wahlklientel hier mobilisieren, obwohl der ein oder andere Journalist in Berlin schon zweifelt, ob sie über die 5%-Hürde kommen. Aber ich halte immer dagegen und sage, die Grünen haben eine große Basis, 7-8%. Aber ob sie darüber hinaus mobilisieren können, das ist doch die Frage. Na, das ist tatsächlich das große Wunder, wenn man denkt, wo die Grünen vor 4 Jahren gewesen sind, im Nachklapp an die Nuklearkatastrophe in Fukushima. Und wie die SPD aussah, wie der Wahlerfolg in Baden-Württemberg zustande kam, wie er wiederholt wurde. Da hatte man das Gefühl, dass die Grünen womöglich auf der linken Seite des Parteienspektrums irgendwann die führende Kraft sein können und die SPD ablösen. Davon ist heute keine Rede mehr. Und ich glaube tatsächlich, ein zweites Mal, das hat auch mit dem Führungspersonal zu tun. Also ein Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, der hat andere Möglichkeiten, auch personell Wähler zu mobilisieren, nicht nur mit seinen programmatischen Vorstellungen, als das Göring-Eckardt und Özdemir im Bund getan haben. Ja, Sie haben recht, Habeck wäre eine andere Chance gewesen, aber auch nicht mehr jetzt von Januar an bei der aktuellen Wahl der beiden Spitzenkandidaten. Der hätte dann schon längere Zeit als unumstrittener Vorsitzender und Anführer dieser Partei aufgebaut werden müssen. Und das hätte den Grünen sicherlich auch gut getan, hätte nur ihrem Wesen total widersprochen. Man kann eben dann tatsächlich nicht alles machen. Also einen charismatischen Vorsitzenden haben und auf seine basisdemokratischen Urwahl Mechanismen stolz sein, das geht nicht zusammen und das wird dazu führen, dass das Ergebnis hier wahrscheinlich eher bei 8 als bei 18% liegen wird. Die Grünen waren in diesem Jahr extrem erfolgreich in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein vor allen Dingen und überhaupt nicht erfolgreich in Nordrhein-Westfalen, wo eher die linken Grünen das Sagen hatten. Von außen guckt man auf diese Partei und schüttelt den Kopf und sagt, wieso kapieren es die denn nicht, wo es lang gehen muss für sie? Jetzt haben sie in der Tat, welches Ergebnis auch immer bei rauskommt, vielleicht bei Jamaika die Chance zu springen. Und Sie sagen ja, sie springen. Also sind die Grünen jetzt da angekommen, dass sie realpolitischer denken? Ich glaube, im Bund ja und im Moment ist diese Anmutung tatsächlich da. Aber Sie haben den linken Flügel ja erwähnt, der sich im Moment recht still verhält, weil er auch nicht natürlich Spielverderber sein möchte oder gar die Verantwortung dafür übernehmen, wenn es schief geht. Das war im letzten Wahlkampf ja ein bisschen andersrum. Da haben die Partei Linken mit Trittin den Ton angegeben, eine Niederlage kassiert. Die Realos, die heute den Ton haben gegeben, haben hinterher
den neckischen Finger gezeigt und gesagt, seht ihr, das kommt davon, wenn man mit Steuererhöhungen Wahlkampf machen möchte. Also ich glaube, die Weltverbesserung und das avantgardistische Sendungsbewusstsein, was die Grünen auszeichnet, das ist nicht verschwunden. Im Moment aber ist es im Hintergrund. Und im Moment, glaube ich, ist auch den Parteilinken lieber, sie sind an der Macht, als weiter in der Opposition zu sein. Das dürfte sehr spannend werden. Wir werden das dann bei Phoenix auch verfolgen. Vielen Dank, Johannes Leithäuser, meine Damen und Herren. War das